Liebes Publikum, herzlich willkommen zu unserer digitalen Einführung zu Mutter Courage und ihre Kinder. Ein Stück von Bertolt Brecht aus dem Jahr 1941. Die Musik ist von Paul Dessau. Und bei mir sind Kari Schmidt, unser leitender Hausregisseur, der für die Inszenierung verantwortlich ist. Herzlich willkommen. Und bei uns ist auch Franz Wolf. Franz Wolf macht bei uns sein freiwilliges soziales Jahr und in der Dramaturgie, im Schauspiel. Und er macht hier auch bei Mutter Courage seine Produktionshospitanz. Schön, dass du da bist, Franz. Mein Name ist Boris Motzki. Ich bin der Produktionsdramaturg und wir möchten ein bisschen was über dieses Werk, über den Inhalt, den Autor, die Rezeption, das epische Theater und natürlich unsere Inszenierung Ihnen erzählen. Das Stück ist sehr bekannt, es ist ein Klassiker des modernen Theaters, aber vielleicht kannst du uns noch mal in Erinnerung führen, worum geht's genau und wer war denn dieser Bertolt Brecht? In Mutter Courage und ihre Kinder geht es um die Marketenderin Anna Vierling, die von allen allerdings nur Mutter Courage genannt wird, die zu Zeiten des Dreißigjährigen Krieges immer mal im Tross der katholischen, mal im Tross der protestantischen Truppen durch ein von Kriegswirren und Kriegsgräueln geprägtes Europa zieht. Und als Marketenderin versucht sie dabei, getreu ihres Mottos, der Krieg ist nichts als die Geschäfte, relativ rigoros ihren Schnitt zu machen, um, wie sie einmal selbst sagt, sich und ihre Kinder durchzubringen. Aber genau dieser Spagat zwischen Existenzsicherung der Familie und Gewinnmaximierung in oder letztendlich ja mit dem Krieg will ihr eben nicht so gelingen, denn gerade der Krieg, ihr Geschäftspartner, fordert nach und nach sein Tribut. Ja, da sind wir sehr gespannt, wie das bei uns erzählt werden wird. Sag uns noch mal ein bisschen, Bertolt Brecht wird heute auch noch in der Schule gelesen, ist ein bekannter Name, aber was kann man denn so zu ihm als Hard Facts sozusagen mal liefern? Bertolt Brecht gehört zu den bedeutendsten und wahrscheinlich auch einflussreichsten LyrikerInnen und DramatikerInnen des 20. Jahrhunderts. Er wird am 10. Februar 1898 in Augsburg geboren und beginnt auch schon sehr früh mit dem Verfassen erster Gedichte. Und 1928 hat er dann so seinen endgültigen Durchbruch mit dem Welterfolg der Drei-Groschen-Oper. Und durch intensive Studien zum Marxismus fängt er dann auch an, nach und nach sein Schaffen in den Dienst der Arbeiterbewegung zu stellen. Und damit seine Stücke dann auch diesem neuen didaktischen Anspruch gerecht werden können, entwickelt er so ein neues Theaterkonzept, das epische Theater. Durch diese politische Ausrichtung gerät er dann aber ab Beginn der 30er Jahre auch zunehmend ins Visier der Nationalsozialisten. So dass er dann auch tatsächlich 1933 mit seiner Frau Helene Weigel und den gemeinsamen Kindern, auch kurz bevor seine Bücher am 10. Mai verbrannt werden, aus Deutschland fliehen muss. In der folgenden Exilzeit, die er unter anderem in Dänemark, in Schweden, in Finnland, zuletzt in den USA verbringt, schreibt er aber auch seine bedeutendsten Werke. Dazu zählen unter anderem eben die Mutter Courage, aber zum Beispiel auch der Kaukasische Kreidekreis oder der Gutmensch von Sechuan. Nach seiner Rückkehr nach Deutschland 1948 gründet er dann ein Jahr später das Berliner Ensemble. Das kommt auch unter seiner Leitung zu internationalen Erfolgen. Und dann eigentlich auf dem Höhepunkt seines bisherigen Erfolges stirbt er dann ganz überraschend 1956 mit nur 58 Jahren an Herzversagen. Das epische Theater. Vielleicht erklären wir da nochmal so ein bisschen, was dieses epische Theater in Brechtschen Sinne meint. Der Marxismus hat ihn darauf gebracht, er hat Vorlesungen gehört und sich daran orientiert, an dem sogenannten dialektischen Materialismus. Was heißt das? Das heißt eigentlich runtergebrochen, dass das gesellschaftliche Sein das persönliche Bewusstsein bestimmt und eben nicht andersrum. Die Welt ist veränderbar, sie muss verändert werden, wenn die Zustände nicht gut sind, wenn es zum Beispiel Klassenunterschiede gibt. Dieses Theater soll Erziehungsstätte sein, Lehranstalt, könnte man auch sagen. Es soll die Massen vereinen, sowohl die revolutionären Intellektuellen als auch die Proletarier. Es ist ein Theater zum politischen Zweck, immer wieder. Es richtet sich gegen das davor so populäre aristotelisch ausgerichtete Theater, also gegen ein Theater der Einfühlung, ja, gegen ein, wie Brecht es nennt, kulinarisches Theater. Damit will er nichts zu tun haben. Er sagt, wenn diese Welt nicht mehr in das bisherige Drama passt, dann passt das herkömmliche Drama nicht mehr in die Welt und wir müssen ein neues schaffen. Und das ganz Wichtige ist ihm, liebes Publikum, da fordern wir Sie sozusagen auch mit auf, dass er einen kritisch denkenden, analytischen Zuschauer will, der analysiert und dadurch auch Entscheidungen trifft.
Und ein ganz wichtiges Mittel, wie er das alles schaffen will im epischen Theater, ist der sogenannte V-Effekt, der Verfremdungseffekt. Was heißt das genau? Die Wirklichkeit auf dem Theater soll vom Zuschauer entfernt werden, entfremdet werden, damit er sich eben nicht einlullen lässt und damit er in dieser Distanzierung darüber nachdenkt. Was kann das konkret sein? Das können Songs sein, wie wir sie in der Mutter Courage hören. Das können die Titularien sein. Das sind Szenenzusammenfassungen, die wir auch hören werden. Das können Backstage-Eindrücke sein. Das können Filmeinspieler sein. Wichtig ist immer, hier ist die ganz klare Überschrift. Hier geht es um den ungefilterten Gedanken des Autors, der nicht die Figur braucht, sondern der sich selbst äußert. Staunen und Interesse soll evoziert werden und dem Ganzen wohnt ein Gestus des Zeigens inne. Man zeigt etwas. Ja? Und Walter Benjamin hat es wunderbar ausgedrückt, es ist kein Theater der Erzählung, sondern es ist ein Theater, das Zustände entdeckt. Zur Rezeption ganz kurz, 38, 39 war es, wurde es geschrieben, es sollte als Warnung gelten vor dem Krieg. Das war dann zu spät, als es 41 in Zürich am Schauspielhaus Ruhr aufgeführt wurde, unter Regie von Leopold Lindberg, der Brecht ein Telegramm schrieb. Das Publikum war begeistert, das hat Brecht gar nicht erfreut. Er sagte sofort absetzen, denn er wollte ein Lehrstück damit schaffen und eben keine Tragödie, kein Gefühlstheater. Und das hat er dann richtig erst machen können 1949 in seiner modellhaften Inszenierung am Berliner Ensemble mit seiner Frau Helene Weigel in der Hauptrolle. Diese Inszenierung wurde jahrelang kopiert, bewusst. Er hat ein Modellbuch verfasst, so sollte es sein, so sollte die Courage sein. Und sie trat ihren Siegeszug an. Es gab vereinzelt auch Kritik, dass die Figur sich nicht entwickle, aber insgesamt wurde doch sehr, sehr gelobt, wie da Krieg dargestellt wird und was es doch für ein pazifistisches Stück in dieser Zeit war, das es so brauchte. Es wurde ein internationaler Erfolg. Es gab ein ganz, ganz bekanntes Gastspiel in Paris 1956, von dem Roland Barthes begeistert war. Es wurde lange Zeit nur diese Modellinszenierung gemacht. Auf den 70er Jahren entfernte man sich dann davon. Und bis heute wird es international gespielt. Das Berliner Ensemble war beispielsweise in Teheran 2009 damit auf Gastspiel. Jetzt ist die Mutter Courage endlich wieder in Mainz angekommen. Lieber K.D. Schmidt, der Krieg soll verflucht sein. Das ist ein Ausruf der Courage, das ist ein Mantra des Stückes. Das finden wir bestimmt auch alle so. Was hat dich denn jetzt interessiert daran, diesen modernen Klassiker heute neu zu betrachten? Der Krieg soll verflucht sein, ja, wer möchte das nicht wohlfeil nachsprechen und unterschreiben? Das kann es also nicht sein, was einen primär daran reizt und interessiert. Was mich persönlich daran interessiert hat, ist die unfassliche Kraft der Courage, trotz des schon von Franz so beschriebenen Spagats zwischen Rettungsversuch der Kinder durchkommen und merkantiler Begeisterung, also handeln zu wollen, zu müssen und zu können, dass sie trotz dessen und trotz der Unmöglichkeit, diese beiden Enden zusammenzubringen, immer weitermacht, diese Überlebenskraft immer weiter zu machen. Und diese Sisyphushafte Kraft, die uns ja auch jetzt in der Krise, in der wir momentan stecken, ja, ein Stück weit nicht vorhanden, nicht, also derer wir nicht verlustig werden sollten, ja, das war das Faszinosum, was mich erstmal dazu gebracht hat, dieses Stück zu betrachten. Neben vielen ästhetischen Erwägungen und vor allen Dingen auch, es ist eine tolle Geschichte. Es sind tolle Szenen, es sind wirklich sehr gut geschriebene Szenen und auch wunderbar geschriebene Figuren, die zwar sehr modellhaft sind und trotzdem eine Kraft in ihrem Sein entwickeln, trotz allen Versuchen, das möglichst sich vom emotionalen Halse weghalten zu wollen. Da war Brecht zu sehr Theatermann und zu sehr Dichter, als dass ihm nicht das trotzdem, sei es wider Willen oder unterlaufen, dass ihm das nicht passiert ist, so tolle Figuren zu schreiben. Wir haben ja gerade so ein bisschen über das epische Theater schon was gehört und du hast gerade auch schon angespielt drauf, was ist ihm dann doch passiert, was vielleicht gar nicht so zu der Theorie passt. Beschreib doch mal ein bisschen, wie das Spielprinzip jetzt in deiner Inszenierung ist. Ja, das waren verschiedene Ansätze. Zuerst mal denkt man, man musste dieses ganze epische Theater wegschmeißen, man müsse emotional darauf reagieren, man müsse diese diffuse Bedrohung, Krieg, ja, die ja etwas mit unserer Situation zu tun hat. Das ist ja, steht ja beispielhaft für eine Krisensituation,
in der die Menschen zu extremen Verhaltensweisen gezwungen werden, ja, in denen wirklich Entgleisungen passieren, in denen die Menschen sich ja fast kannibalistisch, also auf jeden Fall sehr viehisch verhalten auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch besonders solidarisch. Also das ist eine Situation, die auch reizt an dem Stück. Und das hat Brecht auf irgendeine Art und Weise doch dann auch empfunden. Und nicht nur als Regisseur hat er ja von vor falsch verstandenem Vorzeigegestus auch gewarnt, weil das eine kann ohne das andere überhaupt nicht sinnvoll sein und überhaupt nicht kräftig genug sein. Also insofern sind ihm da kräftige Figuren, Situationen und Szenen gelungen, die einen auch wirklich mitgehen lassen. Jetzt sitzen wir hier auf diesen Kisten und nicht ohne Grund, denn diese Kisten kommen in deiner Inszenierung vor. Erzähl doch vielleicht nochmal, mach die Leute neugierig darauf, was hat es denn mit diesen Kisten auf sich? Denn es sind nicht nur Kisten, würde ich mal sagen. Nee, es sind nicht nur Kisten, aber erstmal ist es die Gretchenfrage, die man sich bei diesem Stück zu stellen hat. Was ist mit dem Planwagen? Ja, dieser berühmte Planwagen, den die Weigel Weiland am BE hinter sich hergezogen hat. Und das ist ja ein ikonografisches Bild. Ja? Jeder, der auch keine Ahnung von dem Stück hat, das Bild kennt er. Ja? So. Und ob du nun ein zerbeultes Auto hinter dir herziehst oder den Planwagen klein, großmaß mit Plastik oder zu einem Wohnmobil umstrukturiert, du musst es irgendwie beantworten. Und für uns sind die Kisten ein Symbol für den Handel. Also Kisten, die heute von allen logistischen Firmen ja, hin und her transportiert werden, geworfen werden, ja, die einen schon fast ein Symbol für den sprunghaft gestiegenen, gerade jetzt in dieser Zeit, den sprunghaft gestiegenen Internethandel bedeuten. Und sie sind auch ein Spielmaterial. Sie sind vielfältig einsetzbar. Ja, man muss sie zusammenhalten, wenn viele Kisten auf der Bühne sind. Man muss den Reichtum also zusammenhalten. Man muss sie stapeln. Man muss gucken, dass einem keiner eine klaut. Man muss gucken, dass man sie weiter bewegt kriegt. Also all das, was sie evozieren an Spielmöglichkeiten, auch an Schwierigkeiten, das ist gewollt. Und sie sind auch ein prima Spielzeug, auch im besten Sinne für den Schauspieler. Vielen Dank an K.D. Schmidt, vielen Dank an Franz Wolf, vielen Dank Ihnen, aber bleiben Sie noch dran, denn jetzt kommt der erste richtige Vorgeschmack, in dem Sie nämlich schon einiges entdecken können. Wir sehen jetzt einen Vorab-Trailer unseres Videokünstlers Sebastian Purfürst und ich darf an der Stelle sagen, bis bald im Theater. Ihr habt heute eure Leute marschieren.